Hallo, ich grüße euch. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Und zwar hat der Sächsische Landtag, der sechste Sächsische Landtag, eine Beschlussempfehlung, einen Bericht veröffentlicht. Und zwar passiert hier Folgendes. Ein Herr Marco Schiemann, genau, Ausschussvorsitzender, Berichterstatter, hat eine Beschlussempfehlung beim Landtag eingereicht, wonach der sechste Landtag über die Gültigkeit der Wahl zum sechsten Landtag entscheiden soll. Und in der Beschlussempfehlung hat er mehrere, ich sag mal, fette Lügen reingeschrieben. Zum Beispiel, dass die Chemnitzer Oberbürgermeisterin eine gültige Erklärung abgegeben hätte, wonach das Wählerverzeichnis korrekt gewesen ist. Das ist aber nicht der Fall, weil das wissen wir ja aus den vorhergehenden Videos, weil die drei Zeugen, denen hat sie ja schon zugestanden, dass da was nicht gestimmt hat bei dem Wählerverzeichnis. Mir hat sie den Beschluss aber nicht zugeschickt und zum Landtag hat sie den auch nicht zugeschickt. Also hat die Oberbürgermeisterin den Landtag betrogen. Und demzufolge haben wir jetzt einen Wahlprüfungsbetrug, weil Wahlbetrug ist ja schwieriger nachzuweisen als ein Wahlprüfungsbetrug. Hier ist aber schon formal ein Problem, weil der sechste Landtag kann niemals über seine eigenen Mandate entscheiden, weil im Wahlverfahren zählt die ZBO im Verfahren und die ZBO erlaubt keine befangenen Sitzungen. Das heißt, wenn der fünfte Landtag schon entlassen wurde und der Landtagspräsident dem zugestimmt hat und die AfD dem auch zustimmt, dann weiß man, dass der Landtagspräsident sich gegen die Wahlprüfungsordnung vergangen hat. Es muss also sozusagen der fünfte Landtag über die Gültigkeit der Wahl zum sechsten entscheiden und nicht der sechste über den sechsten, weil die sind befangen. Und wenn der entlassen worden ist, ist das nämlich schon ein Verfahrensfehler. So, das heißt, der Landtagspräsident von Sachsen hat sich des Wahlprüfungsbetruges schuldig gemacht. Einfach aus dem Grund, weil er den Landtag entlassen hat, ohne die Wahlprüfung zu behandeln. Eine ganz einfache Geschichte. Und derjenige, der das hier verfasst hat, der hat auch nie unterschrieben. Der hat nämlich geschrieben, gezeichnet. So, er nimmt also für die Verfahrensfehler nicht einmal die Verantwortung. Und jetzt hänge ich dem ein Strafverfahren ein, und zwar gegen den Landtagspräsidenten, weil er den Landtag entlassen hat, ohne die Wahlprüfung ordentlich durchzuziehen, vor allen Dingen eben auch zu prüfen, ob die gemachten Punkte in allen Punkten wirklich zutreffen worden. Zum Beispiel ist ja klar, dass auf den Formblättern der Unterstützungsunterschriften bei uns keine Unterschrift war. So, und das ist bewiesen, weil wir haben ja dieses Original. Und damit sind die Dinger ungültig, weil die sind zu unterschreiben. Fertig. So, ne? Und lauter sich Zeug. Und das geht von vorne bis hinten durch. So, und jetzt haben wir endlich mal jemanden, den wir mal ordentlich reinlangen können. Was ist das hier? Dr. Matthias Rösler, wer immer das ist. Ja, Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Ja gut, dann machen wir das halt mal, ne? So, ich mache erstmal das Video kurz zu. Das ist im Prinzip jetzt nur eine kurze Neuigkeit, dass wir hier dran sind. Also, wenn die AfD der Beschlussvorlage zustimmt im Landtag, ist sie nicht mehr wählbar, weil sie dann bei dem Wahlbetrug mitmacht. Bitte verbreitet das Video, bringt das unter die Leute, weil es eine Riesensauerei, die hier läuft. Na, im Prinzip hat die AfD das Recht und die Pflicht, Neuwahlen zu fordern. Und zwar schon deswegen, weil der fünfte Landtag entlassen worden ist, ohne dass die Wahlprüfung ordentlich gelaufen ist. Aus dem Maus. So, bitte verteilt das Video, ist wichtig.